Vielleicht meint es Gott gut mit uns, trotz dieses Sturms, der ständig das Internet ausfallen lässt, dass es nicht abreißt. Und es ist also, wie gesagt, das Einfache, was man gerade vorher, bevor ich die Aufnahme eingeschaltet habe, dass man so große Probleme in sich selber macht. Darum wiederhole ich immer die Sätze. Und du wirst merken, die Figuren in deinem Traum, die Gedanken werden das nie verstehen. Das ist immer wieder, wie mächtig ist noch der Zweite in dir, der Schwamminhalt, der ständig urteilt und richtet und Fragen stellt, die so unendlich sinnlos sind. Es ist jetzt erst einmal wichtig, dass ich immer wieder diesen ersten Satz ich erklärst, den, der sich jetzt in diesem Moment dieses Gespräch ausdenkt. Das taucht jetzt in dir auf. Bild für Bild, Wort für Wort. Immer jetzt. Die Grundlage ist eine Datei, die ist auch nie vorher aufgenommen worden. Das ist immer wieder, wo ich sage, Gott, ist das Internet. Alles, was noch auftauchen wird, ist jetzt schon in dir drin. Das setzt mir jetzt einfach mal eine Mutmaßung und das kannst du dann irgendwann einmal dir selber beweisen, wenn man den Schritt weitergeht. Und Fragen der Kategorie 1 und 2 muss man komplett wegwischen. Nach irgendetwas. Egal, nach was du fragst, das, wonach du fragst, es ist ein Gedanke von dir, eine Information. Und ich betone immer wieder, ob du das jetzt, was du zu sehen bekommst, Information nennst, ob du das Gedanken nennst, ob du das eine sinnlich wahrgenommene Information nennst, Mensch nennst, das spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn du jetzt nach was fragst, fragst du, meine, ich mache dieses Beispiel nochmal, ich kriege die Frage, hat ein Alkoholiker eigentlich eine Freiheit? Dann frag dich erst einmal, was ist der Alkoholiker jetzt, den du denkst und wo kommt er her? Der ist ein Gedanke. Du fragst also, hat ein Gedanke von mir eine Freiheit? Ich sage, der hat keine Freiheit. Der ist dann, wenn du ihn denkst. Und dann wird er so sein, wie du ihn dir denkst. Dann rennst du, baust dann anderen Gedanken auf, vielleicht einen, wo du sagst, der könnte das ja wissen. Der Gedanke könnte ja wissen, ob der andere Gedanke Alkoholiker eine Freiheit hat. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist. Und jetzt merkst du, du wirst dich wie ein Hamster im Laufrad drehen, was dir aber nicht bewusst ist, dass du letztendlich ständig wechselnde Informationen in dir anschaust. Die sind nicht da außen, die sind in dir drin. Und die Ursache, was ich den zweiten nenne, den Schwamminhalt nennt, oder das Programm, das in dir läuft im Hintergrund, dieses Lebensbuch, dieses Videospiel, das sind nur verschiedene Worte für ein und dasselbe Ding. Und da gehen wir jetzt wirklich einmal etwas genauer, dass du irgendwann einmal feststellen wirst, dass das Boshafte in dir selber das ist, was du Moral oder Ethik nennst. Und da schauen wir uns jetzt die Worte mal etwas genauer an. Und dann wirst du merken, dass das nichts ist, was im Laufe von Jahrtausenden, was auf deinen Schwamminhalt drauf ist, was dir wieder der zweite suggeriert, zufällig aus unartikulierten Dirlauten entstanden ist, sondern dass das ein arithmetisches Prinzip ist von Schöpfungsmächten, die man Lautmesen nennen. Und wir lassen es jetzt einfach mal blind laufen. Ich übertrage jetzt nochmal den Bildschirm. Ich übertrage mal den Bildschirm und da schauen wir uns mal einige Wörter an. Das erste ist das, was ich den zweiten nenne, das können wir auch Charakter nennen. Jetzt ist es das Wesen. Das sind alles so Wischiwaschi-Worte. Wir bleiben mal in der klassischen Bedeutung, die man in der Linguistik lernt. Das Wesen ist die Gesamtheit der individuellen geistigen, seligen Eigenschaften. Geistig, seelisch, das sind schon wieder zwei Wörter, die kein normaler Mensch weiß, wo da der Unterschied liegt. Geist ist etwas, was man nicht, überhaupt nicht denken kann. Das Seelische, das Ischen, da steckt das Schlafen schon mit drin und das Träumen hat dann mit dem träumenden Geist zu tun. Ich könnte jetzt sagen, es ist eine Seele, die ständig auf und ab wogt. Das sind deine Gedankenwellen. Schon in dem Wort individuell, innen ist eine Teilung, die wie, und das bist du, geöffnet, aufgespannt, dual, denk an das Beispiel mit dual. Und das ist L, auseinandergeschmissenes Leen, auseinandergeschmissene Existenz. Ich will mich da nicht so arg aufhängen. Was mir jetzt wichtig ist, wir gehen jetzt ganz einfach mal runter in die klassische Etymologie und dann wirst du merken, die Gesamtheit der Wesenszüge und die Eigenart eines Enosch, das hat jetzt nichts mit einem Adam zu tun. Oder einer Sache, und die Sache wissen wir ja, die Sache und das Ding sind die Gesetze, die Gebote. Zur Gerichtsverhandlung kommt die Sache sowieso gegen sowieso. Jetzt heißt Charakter natürlich auch Buchstaben und die Zauberschrift. Da haben wir schon wieder unsere die Geburt von Aobi, die Schöpfung einer aufgespannten Polarität. Das ist hebräisiert die Beschwörungskunst von toten Geistern. Lass die Toten ihre Toten begraben. Hebräische Tod wiederum schreibt sich bloß MT, das heißt Gestalt gewordene Erscheinung. Ich habe jetzt diesen Charakter vorne weggenommen.
Dann wird man nämlich irgendwann einmal feststellen, dass die Zauberschrift, die Buchstaben, ich erzähle dir jetzt etwas, Zahlen sind, die im Hintergrund letztendlich ein Spitzen, Ritzen, Eingraben prägen. Das ist immer der Prägestempel, wo ich sage, ob mir jetzt die Wellen von unten reinschlagen oder von oben reinschlagen, spielt keine Rolle. Es erzeugt den Unterschied zwischen Wellenberg und Wellendal. Und diese Unterschiede siehst du. Und das machen letztendlich im Hintergrund im Programm die Zauberzeichen. Und ich habe gesagt, wir wollen uns einmal die Worte Moral und Charakter genauer anschauen. Dann nehmen wir als erstes einmal nehmen wir das Wort Moral. Du landest dann immer wieder um dasselbe Spiel. Die Moral, ein System von geschichtlich gewordenen und gesellschaftlich bedingten sittlichen Grundsätzen. Geschichtlich ist schon das große Problem, wenn du begriffen hast, dass es keine Vergangenheit gibt. Von Werten und Normen, die immer einseitig sind, in richtig und verkehrt geteilt, es ist immer jegliche Art von Moral, ist Entheiligung. Es ist immer ein gesellschaftlich bedingtes System, das nenne ich schlichtweg und einfach Schwamminhalt. Du hast einen kollektiven Schwamminhalt und du hast einen ganz bewussten persönlichen Schwamminhalt. Das heißt, das Kollektivwissen nenne ich das, das im Hintergrund wirkt. Das ist jetzt ganz massiv, zum Beispiel dieser Glaube, sich auf einer Erdkugel zu befinden, die auch unabhängig von dir da außen existiert und die schon da war, bevor du die das erste Mal gedacht hast. Das ist letztendlich der Glaube, dass ein Gedanke, eine Information schon existiert, bevor du sie denkst. Sie ist selbstverständlich da. Ja, und der Unterschied. Hier nicht, ist rot geschrieben. Ich mache immer diese geschlossene Schöpfung und die geöffnete Schöpfung. Was wir natürlich auch machen können, wir können das da natürlich auch mit 70 schreiben. Das spricht man nämlich auch da aus. Dann haben wir eben die zwei Seiten unten. Nochmal einen kleinen Moment, ich muss die einzeln machen. Ganzes Wort. Das ist einmal dein Erkenntnis, dein Wissen ist, wenn es zu existieren anfängt. Das ist schlichtweg und einfach nur an der geistigen Oberfläche geöffneter Augenblick. Es ist aber, wenn es rot geschrieben da ist, ist es im Geist geschlossen, die geistige Quelle, aus der nichts heraussprudelt. Okay? Das ist immer das einfache Spiel. Wenn man das das erste Mal hört, hat man keine Chance. Aber wir wollen uns doch das Wort Moral genauer anschauen. Da kommen wir jetzt in die Etymologie weiter. Das heißt, die sittlichen Regeln, das haben wir ja hier schon, das kommt von Moralis, die Sitten betreffen in Ableitung von Mos. Das ist ein zur Regel gewordener Wille. IL wissen wir, ist eine Welle, hebraisiert, und Re als 270 geschrieben heißt, das ist eine schlechte Welle, eine Regel, die Regel selber, insgesamt diese Regeln, das ist, wenn man RGL hebraisieren, heißt es ja Bein. Nein, Ein berechnetes geistiges Licht, wenn wir das jetzt nur wieder auf der Einzelebene lesen. Das ist das nochmal das Bein, das heißt, die Polarität schaltet sich ein. Ich kann auch das Ain mit 71 lesen, dann hast du es im Nicht-Existierenden, das ist im Geist. Wenn ich das im Nicht-Existierende, du Geist, der du das jetzt hörst, ist etwas, was nicht existieren kann, weil du ewig bist. Ich kann das mit 70 lesen, dann heißt es in der Quelle oder im Augenblick, je nachdem, wie blau das dann wird. Das führt uns zum Fuß, immer das als B lesen, dann hast du das eine Facette, ist immer eine aufgespannte Polarität. Gut, aber jetzt pass auf, jetzt tun wir mal das Wort Moral hebraisieren, das Mor. Wir beginnen ihn ganz einfach mit Mor. Das heißt abändern, schwanken, umwechseln, vertauschen, ständig sich ständig wechseln. Das sind deine Gedankenwellen, die bauen auf diesen Charakter auf. Das Waff kann man rausschmeißen, wir machen das einmal sehr genau, Mr. Dann hast du Tropfen, die rausspritzen. Unmut hast aufgespannte Existenz, ist eine Gestalt gewordene, aufgespannte Erscheinung. Und das wissen wir, das heißt Tod. Und jetzt hast TOT, das heißt zu viele Gedankenwellen, Spiegelung, kreisen um Spiegelungen. In mir, B, sind zwei Spiegelungen, die erweckt werden. Und das ist das Licht des Ich. Das ist dein blaues Ich. Und so weiter. F2F sind das Joch, das sich in dir aufspannt, das in Erscheinung tritt. Mit 70 gelesen. Das heißt, mit dem System ist wirklich, wie ich immer wieder sage, das im ganzen Hintergrund steckt das mit drin. Jetzt gehen wir, das hebräische Wort für Moral schreibt sich Moser.
Da steckt der Muster da schon drin. Das Mhm. heißt, zuerst einmal, ich mache zuerst einmal die klassischen Sachen, Moral und Ethik. Auf das Wort Ethik gehen wir noch mit ein. Wir haben gerade festgestellt, immer dran denken. Mor heißt ein ständiges Schwanken von Gott. Ein Hin- und Hergeschmissen sein. Dieses Moser selber heißt aber auch Angeber, Anschwätzer. Die Belehrung. Ist nicht ein Moralist, ein Angeber, der alle anschwärzt, die nicht seiner Meinung sind, ein Denunziant, der ständig Ermahnungen, einseitige Meinungen macht und jeden züchtigt und zurechtweist, der nicht seine einseitige Meinung vertritt? Ja. Wir können das jetzt reduzieren, weil wir das Waff ja immer rausschmeißen können. Wir schauen uns mal zuerst das Moss an, für sich alleine. Die erste Radix. Jetzt kriegst du den Buchhändler. Gestalt gewordene, aufgespannte Raumzeit. Buch wiederum hebräisiert hast, in ihm ist eine Kollektion. Bechet. Ja. Das ist dieses Eingekreistsein. Das macht im ersten Moment keinen Sinn, aber das macht zu wenig Sinn, wenn ich sage, der Krug geht zu lange zum Brennen, bis er bricht und Lügen haben kurze Beine. Weil ich muss die Metaebene verstehen. Ja. Wenn man dieses MSR einzeln nehmen. Das Waff kann man rausschmeißen, wir reduzieren jetzt. Das heißt, etwas mitteilen, übergeben, über dir. Und jetzt haben wir wieder diese GB-Radix, Geist wird polar. Diese Beschreibung, das mache ich jetzt nicht nochmal, dass hier ganz klar hier der Wellenberg, das Wellental, die Felge praktische Sinus beschrieben wird. Das habe ich so oft gemacht. Der Geist wird zu einer polaren Existenz. Für Dummköpfe tippe ich es nochmal ein, um das nochmal zu sehen. Diese vielen Wörter, die oberflächlich betrachtet nichts miteinander zu tun haben, die Augenbraue kann ich jetzt schon, da haben wir ja die Becken, wenn wir AGN machen, die Becken werden das Äußere und Aue ist ja eine Fläche, das führt uns zu Kor, das ist der Buckel von einem Schild, Schild-Illet heißt die Logik des Kindes, wirft praktisch einen Buckel auf, das wird was Erhöhtes, eine Erhöhung, dann gehört immer zu einer Erhöhung eine Erwiderung, es gibt kein Oben ohne Unten. Wir können jetzt dieses schöne Beispiel nehmen, dass ich immer wieder das mit den Polaritäten, es gibt keinen Wellenberg ohne einen Wellental, die kommen nicht zeitlich nacheinander. Das heißt, sobald du an oben denkst, als Mensch, muss dir klar sein, dass du zwangsläufig, auch wenn du nicht dran denkst, dich als unten setzt. Aber genau genommen bist du gar nicht unten, weil wenn du jetzt auf den Boden runterschaust, dann wirst du feststellen, dass da ein unten ist und dann bist du eigentlich oben. Bist du jetzt oben oder unten? Wenn du weder an oben noch an unten denkst, dann bist du die Mitte. Und genauso ist es, wenn du weder an Gesundheit noch an Krankheit denkst, bist du auch die Mitte, dann bist du heilig. Und sobald du an das eine denkst, existiert zwangsläufig, auch wenn dir das nicht bewusst ist, das andere. Schau mal die Wolken oben am Himmel an und dann musst dir glauben, dass du zwangsläufig, auch wenn du nicht dran denkst, dich zwangsläufig als Mensch nach unten setzt. Schaust du am Boden runter, setzt du dich nach oben. Das gilt für alles. Man muss da Zeit machen. Diese Erwiderung ist jetzt wie eine Felge. Das Gewölbte und der Graben, die Grube gehört untrennbar zusammen. Das ist dann immer die Rückseite. Das eine ist immer der Rücken von der anderen Seite, egal was du dir ausdenkst, wo du dir das hindenkst. Und das Ganze haben wir jetzt den Sumpf, die Vertiefung, den Wasserbehälter, den kann ich natürlich sagen, der ist eigentlich die Mitte. Das wäre jetzt die Nulllinie mal ganz grob. Okay. Okay. Ja. So, wir haben jetzt, darum ist es, die Mitte wird geteilt. Ich könnte jetzt auch MI, ja hebräisch gelesen, der gestaltgewordene Intellekt, wird zu zwei Erscheinungen oder zwei Spiegelungen und es ist Eilen, eine nicht existierende, auseinandergeschmissene Existenz, existieren jetzt im Bezug, es existiert in deinem Kopf, aber nicht außerhalb deines Kopfes. Wenn ich die Mitte teile in einen Wellenberg und einen Wellental, existieren diese beiden ausgedachten Sachen in der Mitte. Das ist das Übergeben, das Übermitteln. Jetzt machen wir mal nur das MS. MS ist ja blau gelesen, eine gestaltgewordene Raumzeit. Okay, das ist jetzt Abgabe. Da kann ich jetzt lesen, ein Aufblühen. Jetzt haben wir wieder unser GB, ein Aufblühen einer geistigen Polarität. Eine Zwangsleistung. Flüssig werden. Also.
Jetzt beginnt das Ganze zu schwanken. Es zerschmilzt immer wieder. Schau mal, Ja. jedes dieser, wo ich sage, müssen wir jetzt, wenn wir es genau anschauen, können wir, wenn wir das genauer anschauen, ein 400-Seiten-Buch machen. Ja. Was übrigens auch sehr interessant ist, man nennt es also auch hier einen Frondienst. In Front von dir. In Front von dir ist ein Frondienst. Wenn man jetzt den Aufbau genauer anschaut, machen wir mal hier einfach einmal ein Wort anfangen, wie sich das weiterentwickelt. Die Wörter. Das nächste, das heißt, Gestalt gewordene Raumzeit ist etwas Aufgeblühtes, abgelesen, das B als W gelesen, jetzt wird etwas unrein und verschmutzt. Okay, jetzt kriegst du den Umkreis, das Achsenlager. Da wird dieses Prinzip immer wieder im Hintergrund, wird es ein Ergebnis, Ursache, Wirkung, ein Gewindeeisen, Eisen, das Ei, das Nicht-Existierende beginnst du anzusehen. Das kann man jetzt schon sagen, wird zu einer raumzeitlichen Existenz. Es ist aber immer das, was sich widerspricht, beisammen, indem der in der Mitte ist. Dann wirst du besoffen. Das sind die Bedingungen, die Umstände, Kreise ziehen, umkreisen, von jeder Seite anschauen, rundherum. Es ist nur immer Gestalt, das baut jetzt auf, schau, Intellekt mit zwei Polaritäten. Da sind wir schon in unseren, in den BIPs sind wir schon, die raumzeitliche Gestaltwerdung ist immer ein Intellekt, der hier vier Seiten hat. Naja. Das ist unser Einheitskreis, das ist rundherum. Merkt ihr, dass in diesen Lautwesen im Hintergrund eigentlich das Wesentliche schon mit drin steckt? Das können wir jetzt sehr fortführen. Das ist Moser. Dann kann man das SR, die raumzeitliche Berechnung, abweichen, vom Weg abweichen. Erwecktes in mir sind zwei Erscheinungen, sind immer erweckte Erscheinungen. Ein Fortgehen, missmutig werden. Auf das Miss bin ich schon gegangen. Das heißt, M ist Gestalt geworden. Mut heißt ja Tod. Der Tod des göttlichen Geistes. Das heißt, der eine Geist wird so viele. Wenn man jetzt die Grundlagen hat, wird man merken, wenn ich das eingib, stimmt es immer absolut perfekt. Die Schöpfung ist perfekt. Wie maßlos arrogant ist ein Trockennasenaffen, der ständig an der göttlichen Schöpfung rumnörgelt, weil er es aus seiner Moral heraus mit einem einseitigen Ideal vergleicht und damit zwangsläufig das heilige Ganze der Schöpfung entheiligt. Jetzt machen wir hier mal die Edik. Immer dran denken, jedes dieser Worte machen wir, können wir wieder genauer anschauen und wir kommen aus diesem Kontext überhaupt nicht heraus. Da wirst du jetzt wieder dasselbe, die philosophische Lehre vom sittlichen Wollen und Handeln des Trockennasenaffen. Mit der klassischen Sitte hat es nichts zu tun. Wir kommen aus dieser Sitte nicht heraus, das sind diese einseitigen Vorstellungen. Mir fällt jetzt hier sittlich ein, immer wieder, weil das sehr schockierend ist, wieder diese Geschichte aus der Bildzeitung heraus, wo hier ein Sohn im Beisein seiner Eltern die Schwester massakriert, weil sie sich von einem deutschen schwängern hat. Und der Vater rechtfertigt es, wenn die zuschauen, dass wir Deutschen keine Ahnung haben von Ehre. Was ist das für eine Erde, auf die ist doch geschissen, oder? Ja, absolut. Aber wenn du jetzt deine Logik ist, wenn du die Logik eines Pädophilen hast, dann ist das alles für dich logisch. Wer keine Schuld hat, werfe den ersten Stein. Richtig. Auf was reden wir jetzt? Du hörst Worte und du baust Vorstellungen in dir auf und du bewertest die Worte wieder im Maße zu deiner einseitigen Logik. Was sagt der Udo immer? Jede Kritik, die eine Figur, ein Protagonist in deinem Traum, das heißt in deinem Kopf äußert, von dir geträumt, sagt nichts aus über das, was er kritisiert, bewertet, es sagt alles aus über seine Einseitigkeit. Du bist der Eidos, das ist einmal hier ein Charakter, eine Wesensart, wieder eine Sitte. Du landest immer wieder bei dem Charakter, bei dem Eingeprägten. Der Charakter, wir wissen ja, jetzt können wir natürlich da in das Griechische reingehen, da wird es natürlich ganz interessant. Schauen wir uns das einmal im Griechischen an. Die ersten zwei Buchstaben. Das heißt, die acht wird gespiegelt. Die Kollektion fängt sich an zu spiegeln. Du siehst hier in diesen Zeichen des Theta in dieser Schreibform. Manchmal ist es ja auch anders geschrieben mit einem kleinen H in der Mitte. Das heißt, du hast einen Kreis, wo ein kleines H drin ist. Das ist jetzt ein anderer altgriechischer Buchstaben, wo wir hier schon in unterhalb, wir haben hier den Einheitskreis schon stehen.
Die Spiegelung zwischen Plus und Minus, wo man natürlich jetzt ein Kreuz reinsetzen kann und nochmal Minusseite und Plusseite auch noch mit reinstellen kann. Okay, und da kriegst du jetzt gewohnt, wie es gewohnt ist. Und das ist, was ich immer sage, die Filter ist das Sieb, dieser Trichter. Da ist eine Reihe, ich kann jetzt das da mal lesen, meine Reihe, Theorie heißt ja meine Reihe, und Chat heißt in Schrecken versetzt werden. Das sind diese Spiegelungen um dich herum, diese Gedanken in diesem Tetraederspiegel. Das Gewohnte, vertraut. Ja, was sollte denn einem programmierten Computer denn anders vertraut sein, wie die Logik, die man ihn eingehämmert hat? Das ist dir dann lieb und teuer. Die Ehre zum Beispiel. Merkt ihr, wie das sich hier aufbaut, wenn man ethisch, sittlich, Ethikos, den Charakter darstellend. Da ist immer eine geöffnete Berechnung und das ist unsere Generation. Den Charakter natürlich schlichtweg und einfach ist das schöpferische Wissen deines Intellekts. Das ist dein Charakter. Ich nenne das deinen Schwamminhalt. Das führt uns zu dem Wort episch. Das war natürlich jetzt ganz, ganz interessant. Was bedeutet eigentlich episch? Gehen wir mal hier ein bisschen weiter runter. Die Epigone. Wer weiß schon, was Epigone bedeutet? Gone ist einmal eine Ecke. Da weise ich aber wieder darauf hin, dass wir im Griechischen zwei verschiedene Arten von Gone haben. Wir haben zwei verschiedene O. Wir haben das Omikron und das Omega. Ebi heißt jetzt erst einmal auf, drauf. Aber wir schauen mal, was die Epigone heißt. Also ich weiß es nicht, ich bin ja eh dumm. Also dafür haben wir doch was zum Nachschauen. Jemand, der in seinen Werken schon vorhandene Vorbilder verwendet, schon vorhandene Vorbilder, das ist dein Schwamminhalt. Das in dich eingeprägte, das ist dein Charakter. Oder im Stillen nachahmt, ohne selbst schöpferisch stillbildend zu sein. Geistlose Affen äffen nach, was man ihnen einprogrammiert hat. Ob das ein Professor der Physik ist, ob das ein Theologieprofessor ist, ob das jetzt ein Pfarrer ist, ob das ein Mufti ist, egal was es ist, er prägt letztendlich, kriegt er im Laufe seines Lebens, wieso auch immer, einen Schwamminhalt eingeprägt und diesen Schwamminhalt verwirklicht er ohne Wenn und Aber, mit einseitigen Zielen. Das können wir jetzt unendlich fortführen. Toll, Und das funktioniert mit jedem Wort in jeder Sprache der Welt, ist im Hintergrund diese Lautwesen. Darum sage ich immer wieder, die Gottessprache ist Deutsch. Und damit ist schon weg, dass du das irgendjemandem, der kein Deutsch spricht, erklären könntest. Du wirst jetzt wieder merken, dass die Figuren im Raum, die mit solchen Charakteren ausgestattet sind, es massiv verweigern. Versuche mal an Juden oder an Türken zu erklären, dass Deutsch wichtiger ist. Aber, und jetzt gehen wir am Anfang des Gespräches zurück. Ich verweise das Spiel, das du zurzeit spielst in deinem Traum, das, was sich in dir abspielt, erlebst nur du. Du hast eine komplett eigene Welt. Wenn Menschen träumen, träumt jeder seinen eigenen Traum. Und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, dass schon, wenn wir uns jetzt Figuren wieder ausdenken, wenn ich jetzt das sage, du wirst es irgendjemanden, der kein Deutsch spricht, erklären können, du kannst es prinzipiell keinen erklären, den du dir ausdenkst. Was ich hier erkläre, ist, was Ewigkeit bedeutet und was Geist ist. Gedanken sind Facetten eines Geistes, es sind Informationen eines Geistes. Die werden immer so sein, wie du sie dir denkst. Und solange du in dem Wahn lebst, dass du meinst, du hast mit dem, was du dir ausdenkst, nichts zu tun, bist du ein geistloser Narr bei eigener Definition, wenn dir das bewusst wird. Du Geist, der du dir jetzt den Udo ausdenkst und die Feddings ausdenkst und dir den ausdenkst, der jetzt vorm Computer sitzt, der du zu sein glaubst, du Geist bist mächtiger als irgendein Gedanke, den du denkst. Und du bist ewig, ob du das glaubst oder nicht. Wenn du mich jetzt hörst, bist du ewig. Und ich betone nochmal, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden, bis du das verstehst. Und dann wirst du loslassen lernen müssen. Du musst lernen, das loslassen zu lernen. Weil jedes Festhalten an irgendwelchen Existenzen wiederholt die Existenzen in einem gewissen Maß, bis du die durchschaut hast. Und du wirst dann diese Veränderung akzeptieren müssen. Im letzten Selbstgespräch bin ich darauf eingegangen, Krankheiten als Weg. Du wirst Krankheiten akzeptieren müssen, Peter. Dein Bestreben war immer, gesund sein zu wollen. Und Wow.
Ich sage immer wieder, du hast es auch nicht zu verändern, sondern du hast zu verstehen, dass die Krankheit und die Gesundheit die zwei Hälften sind von der Heiligkeit, die wir jetzt Gesundheit und Krankheit nennen. Und solange du immer noch in dem zeitlichen Denken bist, jetzt bin ich krank und ich will gesund sein, das funktioniert nicht. Da kann ich immer wieder sagen, du kriegst das eine nicht ohne das andere, wenn du das andere opferst. Das heißt, wenn ich nach oben will, komme ich nicht nach oben, wenn ich das unten vernichte. Du wirst nicht gesund, wenn du die Krankheit vernichtest. Dann wirst du zwar dich gesund fühlen, aber wieder nur eine gewisse Zeit, weil dann die Krankheit wieder kommt, bis du begreifst, dass das immer gleichzeitig ist, weil du noch chronologisch denkst. Und chronologisch zu denken ist eine chronische Krankheit. Die wiederholt sich und wiederholt sich chronologisch. Ja, genau. Das ist dann eine chronische Krankheit, die man nicht loskriegt, bis man begreift, dass es chronologische Zeit als Ding gar nicht gibt. Ja. Das ist gut. Darum ist die Ethik auch bloß, zuerst einmal mit Ed eine augenblickliche Erscheinung. Ja. Die Ethik, die Moral, diese ganzen, und dann wirst du merken, dass du in dir, ohne dass du das willst, wird sich dein Wertesystem wieder auf eine andere Art und Weise verändern, dass du anfängst, plötzlich moralische Menschen und einseitige Rechthaber unendlich hässlich zu empfinden. Es gibt nichts Hässlicheres wie einseitige Rechthaber. Was ich mich als Udo jetzt, als Brösel, wenn ich oft auch vollkommen freispreche, weil ich in einem vollen, tiefen Innsbruss jedes Mal sage, egal was irgendeine Figur in meinem Traum äußert, er hat recht. Mit diesem Programm wird ihm das so erscheinen. Jetzt merken wir uns wirklich, wer arbeitet mit einem Programm? Das bin doch immer ich. Macht diese anderen Sichtweisen zu eigen. Wenn du jetzt jemanden fragst, den du dir ausdenkst, fragst du letztendlich trotzdem immer dich selber, bloß in Bezug auf ein anderes Programm. Darum sage ich, mach dir all diese Sichtweisen zu eigen. Man muss eigentlich nur schauen, was ist. Und jetzt nochmal, Geist selber ist nicht Wissen. Das Wissen filtert ständig, ich drücke es anders aus, es führt dich ständig in eine Einseitigkeit. Und ich sage, du brauchst als Geist kein Wissen, um dir bewusst zu machen, was jetzt da ist. Und solange in dir immer wieder noch der Zweite reingrätscht und sich die Frage stellt, stimmt es oder stimmt es nicht, oder ist es so oder ist es so, es ist so, wie es jetzt ist. Ein Bild ist ein Bild. Und das entsteht in dem Moment, wo du das siehst. Eine Information ist eine Information, die in dem Augenblick, Augenblick, Beckenblick zu existieren anfängt, wenn du in diese Ecke hineinschaust. Das heißt, wenn du jetzt spazieren gehst und den Kopf drehst und du schaust in das Schaufenster in der Metzgerei rein und da steht Fleisch drin, dann entsteht dieses Fleisch in dem Augenblick, wo du es anschaust. Und wo das herkommt, ist schon wieder eine Interpretation deiner Logik. Absolut. Dieses extreme Hartnäckige. Erwisch dich, lege mal den Fokus drauf, wie zwanghaft du ständig, ohne dass du dich dagegen wehren kannst. Ich sage jetzt als träumender Geist, der kann sich ja nicht wehren, was er träumt. Darum ist es unheimlich wichtig, diese Hierarchie zu verstehen. Auch der träumende Geist ist was Ausgedachtes. Alles, was du dir denkst, ist ein Dasein müssen. So wie du dir es denkst. Will immer die Frage, was denkst du, wenn du an einen träumenden Geist denkst? Zuerst einmal an das Wort träumender Geist. Und ich sage, du kannst aus Worten, ein Wort ist eine Kiste, kannst du viele Vorstellungen machen. Und schau einfach, schau, frag dich selber, für was war in meiner bisherigen Vorstellung ein träumender Geist? Und dann wirst du vielleicht feststellen, ja, irgendein Mensch, der da liegt und schläft und ich sage mal, sein Dark-Bewusstsein verloren hat und in seinem Kopf fängt jetzt ein Spiel eines Traums an. Das ist wie ein Kopfkino, nenne ich das. Das, was du jetzt aber denkst, ist kein träumender Geist, du bist der träumende Geist. Ein träumender Geist ist ein Geist, der seine ständig wechselnden Informationen erlebt. Es ist das Bewusstsein als Ding an sich. Und da ist es Ding. Das ist das Gesetz des Geistes. Rot gelesen, Ding heißt das geschlossene göttliche Sein, geöffnet heißt das geöffnete Intellekt, eine Existenz. Das sind dann auch Gesetze. Wir haben auch rote Gesetze und blaue Gesetze. Wir haben einen roten Glauben und einen blauen Glauben. Der rote Glaube beginnt erst einmal mit dem geistigen Licht.
GL. Und es ist der Schöpfer von verbundenen Polaritäten. Der Pauli-Glaube ist eine Welle, GL. Das ist die Schöpfung von aufgespannten Polaritäten. Und das passiert, weil ich das beschwöre. Cool. Jetzt können wir übrigens den Abi, haben ja den Ab die Nase und so weiter, da bin ich schon so oft eingegangen. Ja. Und man muss es nicht, wenn du die Reife nicht hast, würde dich das nicht interessieren. Und wenn du jetzt als Kaufmannsdenken die Vordersprache lernst, die steht über allen. Ich kann immer wieder sagen, es überragt alles an Philosophie und Naturwissenschaft um geistige Welten. Weil egal, was du hier an Professoren, heute Morgen zappe ich ganz kurz in ein Video rein, wieder von einem Professor über Geisteswissenschaften, der dann noch behauptet, wir sind nicht das Gehirn, sondern wir sind der, der den Geist beobachtet. Und dann kommt schon wieder in unseren Gehirn und dann kommt wieder das ganze Geschwätz, was du an der Uni lernst und dann ist es doch wieder das Gehirn, um das sich alles dreht. Da wird nicht bezweifelt, dass das Gehirn nicht existiert, wenn du nicht dran denkst. Wie? Es existiert nur das, was du denkst. Und wenn du es nicht denkst, ist es da. Das ist die Computermetapher. Es ist zumindest im Arbeitsspeicher, aber was im Arbeitsspeicher ist, musst du dir jetzt erst einen Arbeitsspeicher ausdenken. Ich sage, jetzt mache ich Schnipp und jetzt existiert zum Beispiel das Programm Skype. Ja. Das war die ganze Zeit da. Ja. Aber es hat nicht existiert. Es existiert erst, wenn wir es denken. Existieren heißt, dass du eine Information vorliegen hast. Ich symbolisiere das immer, alles, was in dir sichtbar oder wahrnehmbar auftaucht. Ob es auf dem Bildschirm ist, ob es Geräusche sind, ob es Gefühle sind. Mein Standardbeispiel, wenn jetzt zum Beispiel du reagierst, das sind immer Reaktionen auf Reaktionen mit einem Mechanimus-Programm gesteuert. Das heißt, du sagst jetzt, oh, ich muss mal Brot machen. Wenn der Gedanke in dir auftaucht, war ein Reizauslöser da, das ist das Gefühl von Hunger. Aber auch dieses Gefühl von Hunger muss in dir auftauchen. Das sind alles Informationen. Die Palette von Informationen reichen von sinnlich wahrgenommenen, materialisiert sinnlich wahrgenommenen Dingen, wo natürlich durch die vier Stufen der Vergessenheit, haben wir ja viele Videos schon angesprochen, wie die reagieren, dass du durchaus mit denselben Bildern konfrontiert werden kannst, aber die komplett anders interpretierst. Meine Sache, ob ich jetzt hier einen Roman lese und ich weiß, das ist ein Roman, das ist ein Märchen, dann baue ich aufgrund von Worten Vorstellungen auf. Ich kann dieselbe Geschichte, kann ich einen Zeichentrickfilm machen, dann sehe ich das schon, wie ich das immer nenne, auf der VR-Brille. Aber wenn jetzt da einer gefoltert wird, habe ich nicht den Eindruck, dass diese Figur leidet, obwohl ich durchaus in meinem Unbewusstseinszustand mir einen guten Disney-Zeichentrickfilm anschauen kann und ich kriege die volle Breitseite von Gefühlen aufgrund meiner Reaktionen auf diese Bilder mit. Da kann ich mitleiden. Jetzt machen wir eine Realverfilmung. Dann sage ich immer wieder, wenn einer gefoltert wird, dann schaudert es mich vielleicht. Ich sage immer wieder mit meinem Udo-Programm, ich muss bloß eine Schönheitsoperation anschauen, wenn sich eine Frau eine Brust aufschneiden lässt und lässt sich eine Brustvergrößerung reinschieben. Da schüttelt es mich gleich ab. Mit einem gewissen Schmunzeln. Was ist da eigentlich da? Bloß flackern Lämpchen auf dem Bildschirm. Aber jetzt ist immer wieder, wie definierst du? Ist jetzt in dir der Glaube, das ist ja, ich sage, eine echte Aufnahme von früher oder ist es nur ein Film? Ist ja nur alles Trick, ist ja bloß Filmblut. Du wirst merken, du hängst in einen riesen Wischiwaschi von Interpretationen und Mutmaßungen. Und ich sage, vergiss das Ganze, schau, was jetzt da ist. Mach dir bewusst, was jetzt da ist. Was ist jetzt da? Ja, ganz elementar. Das ist doch das Einzige, was zählt. Dazu brauche ich kein Wissen, sondern da muss ich Bewusstsein sein. Und es geht in den Menschen, die mir uns jetzt ausdenken, komplett ab. Ja. Es ist aber auch, weil es Gedanken sind, Gedanken haben kein Bewusstsein und dann doch wieder. Du bist das Bewusstsein für alles, was du dir ausdenkst. Du bist der träumende Geist, der natürlich jetzt rot geschrieben ein Symbol ist für Bewusstsein. Ja. Den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Das heißt, die Bewusstwerdung von etwas, ich habe das so oft erzählt, ist Unbewusstsein. Egal an was du denkst, selbst wenn du an Gott denkst, ist Gott ein Geschöpf, eine Vorstellung von dir, ein Gedanke. Gedanke ist Unbewusstsein, das Unbewusstsein wird vom Bewusstsein angeschaut. Dass man natürlich jetzt in dem Moment auch schon wieder ein Gedanke ist. Das ist jetzt, wo ich immer wieder darauf hinweise. These, Antithese, Synthese. Du kannst keins dieser drei Dinger wegnehmen. Es gibt zum Beispiel, wenn ich meine, am Anfang ist die Synthese, es gibt keine Synthese, wenn keine These, Antithese da ist. Es gibt nicht einmal eine Nulllinie, Ja, wenn man keinen Wellenberg und keinen Wellenberg haben.
Weil ich brauche einen Hintergrund. Gut, jetzt denke ich mir wieder Nulllinie und ein weißes Blatt Papier dahinter. Mache, denke mal doch an Hintergrund. Da kann ich sagen, die Nulllinie ist die These und der Hintergrund ist die Antithese. Ja, genau. Ich muss in einen Bereich eintreten, dass ich etwas denke, wo ich ganz bewusst weiß, es kann nicht gedacht werden, weil alles, was ich denke, baut auf Unterschieden auf. Und der Anfang von dem Ganzen ist es eben nicht Unterschiedene, das absolut eine, allumfassend. Ja. Die Eins drum ist die Eins unendlich. Und die kann ich in unendlich viele Facetten zerstören und die Unterschiede sehe ich. Ja. Das ist die Substanz des geistigen Daseins. Ich könnte zu rot geschrieben des menschlichen Daseins sein. Selbst der Mensch muss sich zu Denker und Ausgedacht machen. Sege wenig Körper. Und darum ist er dann auch Atom. Nicht frei. Unzerstörbar. Du kannst den Denker nicht von seinen Gedanken trennen. Dieser Satz, den ich immer wieder sage, was ist das verbindende Parameter für alles, was du dir ausdenkst? Du selbst. Nicht der, der du zu sein glaubst, Ja. sondern das, was du bist. Tat quam assi, heißt es in meinen Upanishaden. Das bist du. Niemals ein Gedanke. Und alle, die in dir auftauchen, du entmachtest dich ständig, wenn du meinst, ein Udo oder irgendwer ist mächtiger wie du. Ich bin mit Sicherheit der Einzige, der sagt, alles, was ich dir erzähle, als Protagonist in deinem Traum, jetzt in deinem Kopf, als Pixelmännchen oder real, egal wie ich in dir auftauche, der existierende Udo, alles, was er dir erzählt, ist dein Wissen, weil ich behaupte, dass ich du bin. Ich bin der, der sich's ausdenkt. Und jetzt muss man diese vier Ichs-Thesen im Verstand haben. Super. Ja. Ja. Dann sage ich immer wieder, das sind dann ganz, ganz wenige, wo du merkst, die beginnen das langsam zu verstehen, nicht zu begreifen, sondern zu verstehen. Und das ist die neue Familie, die du hast. Ja. Ja. Es ist eine geistige Familie. Ja. Ja. Nicht aber von einer anderen Ebene, die Ja. zeigt sich nie als irgendeine Gruppierung oder als eine Sekte hier in dieser Traumwelt. Auch als Brösel zusammensitzen, das ist vollkommen, das ist genauso vergängliche Erscheinung wie alles andere auch. Und dann wirst du den Wahn dieser Rechthaberei, dieser Menschen, dieser Figuren, das ist das, was erkennen und das ist das, was du in dem Leben zu lernen hast. Sehr schön, Der super. Politik, die entlarven sich ja alle selber. Ich sage immer, wie viel Scheiß muss ich euch noch einspielen, wenn du das merkst, wie machtgeil die alle sind. Schon wenn sich einer politisch betätigt oder religiös betätigt und die Welt besser machen will. Oh, So yes. simple, einfache Sätze, was ist da eine Arroganz drin? Wir haben keine Ahnung von Hutten und Blasen. Wenn ich jetzt normal gesprochen wieder durch die Stadt gehe und mich lächeln diese Politikerfressen aus den Plakaten ab, die meinen, die wüssten, was richtig ist und kämpfen um Einseitigkeiten bis zum Es geht nicht mehr. Ja. Und irgendwann fangen die dich an zu amüsieren. Und dann fangen an, diesen Zustand zu kriegen, dass du göttlich wirst, das Lachen des Buddhas, dass du über alles und jeden lachen kannst, ohne dich über was lustig zu machen. Ja, Ja. Eben, so ist eben. es. Langsam die Heiligkeit in dir wächst. Aber zuerst musst du dein Kreuz auf dich nehmen und mir folgen. Und die Bürde, die ich dir aufgetragen habe, ist wahrlich, Ja. je nachdem, wer du zu sein glaubst, leicht zu tragen. Ja. Jeder seine Bürde war nicht ganz so leicht zu tragen, was den Körper anbelangt, aber auch die kann man tragen, Die Peter. kann man tragen, Es hat also seine Zeit. ich mache das Beste draus. Sieht es immer wieder, das ist gerade mit dem Wissen drum, ist ja für viele, die hier in ihrer Rechthaberei so einseitig sind, Holofeeling so ein riesengroßes Feindbild, weil die nicht begreifen, dass ich dir nichts wegnehme, überhaupt nichts wegnehme, sondern ich will das vervollkommnen. Ich gebe dir viele vollkommen neue Sachen dazu, wo du dich dagegen wehrst. Das H nehme ich dir nicht weg, Ja, wenn du von mir für den Buchstaben ein Wort kriegst. Ich gebe dir ein Wort nicht weg, wenn wir da einen Satz draus machen. Aber es ist halt für einen Menschen, ist Wissen, ist wie materieller Besitz. Ich habe das oft erwähnt, wenn du jetzt hier zum Beispiel viele, viele Jahre lernst und studierst, um irgendeinen Status, einen Titel zu kriegen, ein Diplom, einen Meisterbrief, einen Doktortitel, egal was auch immer, das musstest du dir ja mühselig erarbeiten. Genauso, wenn man mal in die normale Ebene geht, du sparst dir vom Mund ab, dass du dir Häuschen bauen kannst. Und jetzt kommt der Udo und sagt, das ist alles für die Katz gewesen. War es ja nicht. Das, was du lernst, ist es loslassen.
Ich habe doch gesagt, du musst es loslassen lernen. Ja, schön. Und um das zu lernen, sind ja diese Situationen da. Klar. Weil es fällt ja eigentlich immer nur wieder in dich rein. Das heißt, du kannst ja nur das besitzen, was du dir ausdenkst. Lass nur mal diese einfachen deutschen Worte auf dich wirken. Du kannst nur das besitzen, was du dir ausdenkst. Aber wo kommt es her, was du dir ausdenkst? Und wo ist es eigentlich in Wirklichkeit? In dir drin. Also haben wir da nochmal eine Schicht. Du kannst aus einer unteren Schicht, und jetzt machen wir immer diese transversale Hierarchie. Ich kann aus Gott, aus der Summa Summarum von allem, das zwangsläufig nichts ist, das nennen wir jetzt Internet, kann ich mir was in meinen Computer reinladen, dann ist es das erste Mal auf der Festplatte. Aber dann sehe ich das noch nicht. Dann muss ich es von der Festplatte in den Arbeitsspeicher laden und dann von dem Arbeitsspeicher kann ich es dann erst in die Existenz heben. Ja. Ich kann auch jetzt die Festplatte und den Arbeitsspeicher in die Existenz heben. Ich kann sogar das Internet, das Summa Summarum, in die Existenz heben, wobei der Gedanke an dieses Summa Summarum nicht das Summa Summarum ist, genauso wenig, ich nenne es immer gern Gott, genauso wenig wie ein ausgedachter Gott Gott ist. Klar. Der Gott, der ganz oben ist, ist eigentlich auch ganz unten. Und nochmal dieser einfache Satz. Wenn ich die Quelle allen Seins, die das Zentrum, den Mittelpunkt, mit Gott in einem Punkt, als Gotteskind, das ist der Thron mit den 24 Stillen in der Johannes-Offenbarung, ein Symbol für unseren Einheitskreis mit 24, 27 Teilen. Das klingt jetzt sehr kompliziert, aber ihr wisst, was ich meine, die Fettings. Dass das die vier Oktaven sind. Ja. Ich kann mal die 27 Zeichen beziehungsweise 28 Zeichen in einen 24er Zeitkranz eines Tages mit 24 Stunden. Normal machen wir immer 12 Stunden, darum ist wieder bloß eine Hälfte da. Ja. Wir haben 12, sage ich, Tagstunden und 12 Nachtstunden, aber der Tag hat ja 24 Stunden. Wenn ich den jetzt in 24 Stunden einteile, werde ich feststellen, wenn ich jetzt da 28 drüber stülpen muss, muss ich vier Zeichen von den 24 zwei Zeichen reinsetzen, dass ich auf 28 zeigen kann. Das ist ganz oben die 1, 2. Genau. Ist Aleph und Elef. Das sind bei vier Oktaven. Das sind genau die vier Oktaven. Übergänge sind dann, wenn wir es jetzt normal nehmen, bei 3 Uhr, bei 12 Uhr, bei 6 Uhr, bei 9 Uhr. Malteserkreuz dann, ja. Genau so ist es. Da hängt es drin. Mhm. Aber das sind Bilder, das ist jetzt alles Detailwissen in der Arithmetik. In der Holo-Arithmetik. Es ist alles ein Programm. Im klassischen Syndrom sind Programme da. Und dann kann ich mir diese Schichtungen, die sind wie Zwiebelschalen aufgebaut. Und darum ist ja die Zwiebel selber im Hebräischen Bezelem. Wissen wir ja, das ist der Satz, und Gott schuf den Adam in seinem Ebenbild. Das habe ich so oft darauf hingewiesen. Und da steht Bezelem. Das heißt Ebenbild, Gleichnis und so weiter und so fort. So, jetzt ist abgerissen. Jetzt bist du eingefroren. Mal gucken. Ganz kurz rein. Mit einer kleinen Unterbrechung. Das ist also immer wieder die Sache, man muss es zu leben anfangen. Das Leben ist wie das Wetter. Das ist so ein Satz, den wiederhole ich immer wieder. Es ändert nichts, wenn du das bekämpfst. Es ist, wie es ist. Und genauso muss man auch hier das annehmen können. Das ist der Krankheit als Weg. Das eigentliche Leid, das psychische Leid entsteht durch das Nicht-Einverstandensein. Ich sage immer, du schützt permanent, wenn du was bekämpfst, versuchst du das Feuer mit Benzin zu löschen. Das sind Schmerztabletten. Weil die Heiligkeit erreichst du dadurch nicht, weil du ja bloß gesund und schmerzfrei sein willst. Jetzt sind wir wieder, du willst auf dem Berg sein, willst aber mit den Tälern nichts zu tun haben. Ein Ziel ist, die Spitze des Berges zu erreichen. Die Tiefe um mich herum, mit der will ich nichts zu tun haben. Die Null von der Nulllinie, von dem Nullpunkt, der du selbst bist, der du immer bist, der du schon immer warst, der Dreh- und Angelpunkt, um den sich alles dreht, was du dir ausdenkst. Vor dir, hinter dir, räumlich woanders, in der Vergangenheit woanders, in der Zukunft. Es ist immer hier und jetzt. Das ist es eben hier und jetzt. Ja. Und was ändert es an dir, wenn sich deine Information verändert? Was verändert
die ständig wechselnde Information an dem, der sich das anschaut. Nichts. Absolut nichts. Bist du schon ich? Das ist die große, große Frage. Ja. Und das zu hören und das zu leben, deine Aufgabe ist es zu leben. Aufgabe, genau. Dann kann man vollkommen neuen Film. Die nächsthöhere Ebene, es ist wie Schulklassen. Ja. Immer wieder diese kleinen Beispiele. Dein Leben, dein jetziges Leben, deine Vorstellung von Leben und menschlichen Wachstums in Bezug auf Trockennasenaffen beinhaltet genau in diesen 3x3x3 Wachstumsstufen, auf denen ich in älteren Selbstgesprächen eingehe, zigfach, hundertfach, genau diesen Ablauf, wie sich dein Geist entwickelt, symbolisch als symbolische Darstellung. Ganz unten in der Matrix, die allererste dieser 27 Stufen. Wenn man jetzt 3x3x3 kann man ja hochrechnen. Ja. Ist es in der Matrix, bist du zuerst ein AI, ein Nichts, das sich teilt. Zellteilung. Dann wirst du zu einem Embryo. Das ist übrigens sehr interessant, das ist ja das hebräische Wort Eber. Ja. Fetus dann. Und dann wirst du zu einem kleinen Menschen in der Matrix. Und dann verlässt du die Matrix. Das ist jetzt, das ist jetzt, da stehst du zur Zeit, wenn wir das einmal rastern. Ich bin nicht gekommen, um dir Liebe zu bringen, bringe dir das Schmerz. Du musst dich abschneiden von dem alten Wissen. Ja. Du wirst mit Basic, solange Basic als Betriebssystem installiert ist, wirst du kein Windows installieren können. Ja. Du bist der Computer, du musst das komplette Haar zurückgeben. Und dann spiele ich was Neues auf und du wirst feststellen, dass das dann, das, was du vorher hattest, rudimentäre Teile sind in dem neuen, viel größeren, mächtigeren Prozess, der jetzt dir zugänglich wird. Dann scheißt du dir zuerst in die Hose, dann wirst du irgendwann einmal zum Sprechen anfangen und wie ich dann immer so sage, die Stufe wäre dann von der Geburt, bis du in die Schule kommst. Um in die Schule zu kommen, musst du zuerst einmal sprechen können. Ein Kind, das in die Schule kommt, spricht rudimentär, vom Wortschatz her gesehen, schon ein einwandfreies Deutsch. Und erst wenn du sprechen kannst, kann ich dir Lesen und Schreiben beibringen. Und rechnen. Erst wenn du Lesen, Schreiben und Rechnen kannst, kann man dann sagen, Physik, diese symbolischen Bilder der Physik, die sich alle mehr oder weniger auch in den Heiligen Schriften, in der Dora befinden, im Tenach befinden. Bloß mit anderen Beispielen. Wir sind wieder bei unseren Sprichwörtern und Märchen. Ob ich sage, der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, oder Lügen haben kurze Beine. Ich erzähle dir dieselbe Geschichte. Ob du jetzt Schrödingers Wellengleichung anschaust oder du schaust dir die Schöpfungsdoch an. Es ist dieselbe Geschichte, bloß anders im Hintergrund. Arithmetisch ist dieselbe Geschichte, auch mit den ganzen physikalischen Formeln. Und dann beginnen die Wunder. Die Frage ist, wenn ich jetzt Figuren meinen Traum habe, denen das zeige, diese Wunder zeige, die Kreiszahl Pi, die Einstein-Formel, die Eulersche Zahl, die Feinstrukturkonstante in den Physikbüchern, dass die absolut in den Zahlenstrukturen dennoch drinstehen. Gezippt nenne ich das immer. Verschlüsselt. Und dass die Wahrscheinlichkeit eines naturwissenschaftlich materialistischen Zufalls gleich null ist. Und ich zeige das, die Leute sind irgendwie begeistert, die drehen sich rum und es geht ihnen am Arsch vorbei und die spinnen ihren Schlüssel weiter. Ich sage, das sind Totgeburten. Breit ist der Weg in die Masse. Du bist ein außergewöhnlicher Mensch, sonst wäre ich jetzt nicht als Brüssel-Udo in dir aufgetaucht. Und wenn es bloß als Pixelmännchen ist. Wie heißt denn, ich bin ein Wegweiser. Der Wegweiser ist überhaupt nicht interessant. Den musst du nicht anbieten, da ist gar nichts. Die Richtung, auf die ich zeige, das, was ich dir beibringe, der Geist, den du zu sein glaubst, der hat keine Überlebenschance. Ich kann es nicht oft genug sagen, der Säugling hat keine Überlebenschance. Spätestens, das sind solche Sätze. Dies ist weg. Der zweite ist so mächtig, sobald du ein Wegchen hast, versuchst du das, was du zu sein glaubst, am Leben zu halten. Ja. Stimmt. Also erwarte nichts von den Menschen in deinem Traum, von dem Affen. Die werden dir nicht helfen, keiner. Du musst dich in die andere Richtung orientieren. Da, wo es wirklich herkommt. Denk an unseren Videobeamer. Ja. Nach innen. Du bist so verloren in den Schatten. Ja.
Da kannst du in die Esoterik gehen, die mit Schattenproblemen und lösen. Es sind alles tiefgläubige Materialisten. Ja. Und die beten Geld an, das wird immer bewusster werden. Ja. Macht und Geld. Die gehen über Leichen im wahrsten Sinne des Wortes in ihrer verlogenen Moral. Meinst du, die Pharmaindustrie will irgendwelche Menschen jetzt innerhalb dieses Kontexts am Leben halten? Meinst du Ärzte? Ja, der Kleine in sich selber ist natürlich das Gute, die sich aufopfern. Es gibt immer Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Aber ich sage immer wieder, diese Ausnahmen in Bezug auf deine Menschheit ist so selten wie ein geschliffener Diamant in der Erde. Oh. Okay. Der Masse geht es, den Schwarzmalern geht es bloß, haben wir ja Schwarzmaler, den Nozianten, den Moralisten geht es bloß um die Kohle. Mhm. Letztendlich. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Das ist so. Das ist das, was es ist. Das ist übrigens ganz einfach ein Fehler im Führerscheinprüfungsbogen. Es läuft nichts verkehrt. Ja. Menschen, die die Welt oder ihr Land oder was auch immer verbessern wollen, das sind welche, die ihren Führerscheinprüfungsbogen verbessern wollen und meinen, ihre Vorstellung von Fehler muss raus. Mhm. Und nicht begriffen, was ein Führerscheinprüfungsbogen ist. Mhm. Und das ist deine Traumwelt zurzeit. Ja. Und das Spiel musst du ganz alleine mit dir ausmachen. Auch wenn du noch als Brösel und der Brösel dich empfindest. Nee. Interessier dich fürs Brot. Wie rot heißt im Adam? Gut. Super. Nicht für die Brösel. Und dann doch wieder, weil sonst sind wir ja schon wieder eigentlich. Ja. Mhm. Was ich jetzt für meine Fettings bisher mir Mühe gegeben habe, ist nicht um die Fettings gegangen, sondern um den, der uns jetzt ausdenkt. Ja. Und das ist der, der jetzt glaubt, vor dem Computer zu sitzen und sich dieses Video anschaut. Jetzt taucht hier plötzlich was ganz was Unbekanntes auf. Wer ist das eigentlich? Wer oder besser die Frage, was ist das, was jetzt dieses Gespräch hört, sich anschaut und dann natürlich auch ständig noch interpretiert, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt, was der Lautsprecher jetzt behauptet. Weil der Udo spricht ja jetzt nicht. Aus demselben Lautsprecher spricht auch die Margot und der Peter, wenn sie mal ein Geräusch von sich geben. Aber geben diese Pixelmännchen ein Geräusch von sich oder der Lautsprecher? Das ist Genauigkeit. Das ist Genauigkeit, ja. Okay, jetzt lassen wir es gut sein. Wunderbar. Danke, danke. Wunderbar, danke, Udo. Danke. Super, super, danke. Vielen Dank. Sag ich doch. Super. Das Ende wird erweckt. Das ist super. Rot geschrieben. Das Bewusstsein von UB erwacht. Das nennt sich super. Ja. Ja. Wunderbar. Gut, spielen wir noch eine Runde, Mensch. Ja. Ja, danke. Raus. Ciao. Ciao.